Tag 29. Ah, oh, Mann. Das ist gemein. Ich kann mich nicht so hinsetzen, wie ich möchte. Ein Süppchen würde ich gerne noch kochen. Das haut auch gerade noch hin. Dann haben wir auch noch sehr früh am Tag. Das ist sehr schön. Und dann können wir los. Direkt los. Ne. Da mussten wir jetzt noch einen Stick opfern. Ich glaube, das ist mit das Spannendste an dem ganzen Spiel, wenn man das jetzt mal so sieht. Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern das Aufregendste an dem Spiel ist, genau diesen Zeitpunkt abzupassen. Damit man keinen Stick zu viel da reingibt. Ah, nein, natürlich nicht. So. Links hoch, ne? Und dann übers Flüsschen. Und dann essen wir Nüsschen. Da kommt wieder die Twin Peaks Musik. Und der Twin Peaks Vogel fliegt da auch schon wieder lang. Es ist schon magisch. Komm, lass uns das einen Moment genießen. Ich bin so gespannt, was hier noch so beikommt, was hier noch so draus wird. Ja, also ich meine, das war ja schon ziemlich früh klar, dass wir das Spiel auf jeden Fall auch begleiten werden. Und da es nicht so ultra aufwendig ist wie Satisfactory, können wir hier ruhig ein bisschen genauer hingucken und auch ruhig häufiger. Das ist quasi, dass wir uns dann mehr oder weniger über jeden Patch freuen. Naja, über jedes Update schon, aber... Ja, und jetzt halten wir uns quasi links an der Wand rechts herum. Machen wir. Habe ich eigentlich eine Anzeige? Users left. Ja, wunderbar. Haha. Nicht, dass wir da das neue Zelt verbraten. Und ich mich wundere, warum habe ich denn keinen Stack frei? Höhle. Da könnten wir eigentlich mal schauen, ob das wieder respawned ist. Müssen wir, glaube ich, hier oben rum. Weil das tät mich schon interessieren. Denn bisher war die Logik ja so, dass man diverse Ressourcen einfach an bestimmten Orten bekommt und das in regelmäßigen Abständen immer wieder. Mal mehr, mal weniger. Aber es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass wir hier abgebaut haben. Na komm, spring. Und dann wäre ja hier eigentlich schon wieder was respawned, aber dem ist nicht so. Naja gut, okay. Müssen wir mit leben, ne? So viel Glue benötigen wir, glaube ich, auch gar nicht, um unsere Räume fertigzustellen, aber das Ding ist ja, was brauchen wir, wenn diese Räume fertig sind, um die Dinge herzustellen, die wir in den Räumen herstellen können? Crazy. Ja, nehmen wir Chantanelle wieder mit. Wir haben 9 Stück zu Hause, ne? Ist zwar sehr gut geeignet für längere Reisen. Ohne Zelt, denke ich mal, eventuell vielleicht sogar. Aber da müsste man sich bestimmt das Inventar vollpacken mit Süppchen, mit Chantanelle-Süppchen, damit die Temperatur gehalten wird. So, wir sind hier in unentdecktem Gebiet unterwegs, liebe Freunde. Oh yeah. Guten Abend, Emsa. Grüß dich. Mach's dir bequem.
Ja, ne? Dann hätte ich hier auch Fackeln hingestellt. Also bestimmt, ganz bestimmt. Kennst mich ja. Ja, nee. Wir können leider auch das Terrain nicht bearbeiten. Wir können also kein Terraforming betreiben. In meiner Bude? Was? Du meinst mein Hütchen? Mein... Ich dachte schon, wir brauchen jetzt hier einen Stack. du meinst mein... Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir Laternen bauen können. Das ist nämlich auch so ein Ding, das mir aufgefallen ist. Das fand ich ziemlich doof. Oh, noch so ein Ding mit Dogbahnes. Mit unseren Dingern hier. Ich glaube, die nehme ich mit. Ich stacken auf 7, ne? Ja, und ich weiß gar nicht, also ich hatte schon mal durchgeschaut. Also wir haben da irgendwo ein Rezept für Lagerfeuer, welches aber auch noch nicht freigeschaltet ist. Deswegen bin ich so heiß, die Karte aufzudecken. Denn jedes Mal, wenn wir ein bestimmtes Gebiet beschritten hatten, haben wir dann auch einen Hinweis bekommen auf der Karte. Naja, mal gucken, vielleicht kriegen wir ja noch einen. Aber ist halt so, ich bin mir auch bewusst, dass das die Alpha ist, ne? Die Pre-Alpha 0324. Und ich weiß nicht, wann Ende ist, ne? Ende Gelände, also kein Blueprint mehr vorhanden und oder der Blueprint vorhanden, aber keine Ressource, wie diese komische Haut, die wir da noch brauchen für andere Kleidung. Ich weiß es nicht. Ich kann dir das nicht sagen, weil krass, wir sind fett in neuem Gebiet, ihr Lieben. Das ist ja, werde ich so ein bisschen nervös. Immer ganz ruhig mit Nebel. Starving. Ah, komm, hör doch auf jetzt hier. Du kannst ja jetzt nicht Hunger haben. Wir haben immer dasselbe Essen, ne? Gut. Immer nur Hunger. Ja, heute im Baumarkt irgend so ein Schild gesehen. Fand ich eigentlich gar nicht mal so unlustig. Männer haben auch Gefühle. Hunger. Das fand ich gar nicht mal so übel. So, hier, das sieht aber auch schon wieder so aus, als wären wir hier an einer späteren Erweiterung angekommen. Hallo. Oh. Okay. Das ist gar nichts. Hallo. Ist da wer? Okay. Wohl eher weniger. Das ist bestimmt die heilige Hütte vom Bären. Und wenn der wüsste, dass ich jetzt gerade hier in seiner Hütte rummurkse, dann würde der mich abmurksen. Mich dünkt, ich bin in Gefahr. Naja. Auch nicht so wild. Joy Ritzi. Ich habe einen Arbeitskollegen namens Brizzi, Joy Ritzi. Willkommen bei Minka. So, Kinders. Höhle? Würde uns eigentlich markiert, ne? Eher ein Schuttabladeplatz, würde ich mal behaupten. Das läuft ja heute wieder. Wir haben mitten am Tag, sind richtig feist in neuem Gebiet. Wird auch wieder eine Sackgasse sein. Das ganze Ding wird eine Sackgasse sein.
vorerst. Und dann haben wir das. Ich weiß nicht, wie viele Streams wir noch brauchen werden, um die Karte aufzudecken. Aber hey, ihr müsst zugeben, ich halte mich heute wirklich wacker. Hm? Da kann ich ja jetzt schon mal fast sowas wie stolz auf mich sein. Ich bin noch nicht so häufig gestorben. Bin ich heute überhaupt schon mal gestorben? Ich glaube, der Death Counter, der zeigt immer noch eine wunderhübsche Null, oder? Bin mir nicht sicher. Aber das werdet ihr mir schon sagen. Ja, Kinder, ich muss mich nochmal kurz bewegen hier. Es ist manchmal echt unangenehm. So. Boah, so viel unaufgedecktes Gebiet. Ich mag das nicht. Okay, wir gehen aber trotzdem erstmal schnurstracks. Na? Eventuell begegnet uns ja auch das Lebewesen, das diese Haut trägt. Derer wir mächtig werden müssen. Hallo Tier, wir wollten uns mal neben deiner Haut bemächtigen. Was dagegen? Aber das hieß ja dann, wir würden auch eine Waffe bekommen. Es gibt ja im Moment anscheinend keine Waffen, außer Waffen gegen Bäume. Also Äxte und Waffen gegen Steine. Aber nur bestimmte Steine. Das ist bestimmt ein mystisches Tor. Wenn wir hier durchgehen, ist das wie bei Senua. Hellblade, Senua's Sacrifice. Dass wir dann hier, wusch, in eine neue Dimension geschleudert werden. Aber leider nein. Ist nicht die Zeit dafür. Nein, ich werde mich jetzt nicht von der Sättigungsbeilage beeinflussen lassen. Ich werde straight on bei meinem Plan bleiben. Okay, ich kann mir schon so ungefähr vorstellen, wo es hingeht. Ich freue mich schon auch ungemein auf die neue Musik, die zusätzliche Musik, die dann hier noch reinkommt, weil bisher sind die ganzen Ambiente sind echt schön. Es ist super angenehm, es passt, es ist einfach rund. Und wie gesagt, ich bin gar nicht traurig darüber, dass wir im Moment keine bösen Geister hier haben und keine bösen Tiere und nichts. Es ist einfach ultra gemütlich. Schade. Wusch. Wenn wir Pech haben, ist das ein riesengroßes Gebiet, das wir durchforsten müssten. Was heißt Pech? Dann dauert es ein bisschen länger. Wenn es ein bisschen länger dauert, ne? Sieht aber gar nicht so aus. Findet ihr hier schon wieder. Dann zieht sich das höchstwahrscheinlich da drüben rum. Es ist nur die Frage, ob wir nochmal ein weiteres Gewässer finden werden. Weil die Karte ist ja auch gar nicht so groß hier. Das endet ja da schon. So von wegen Ressourcen, vielleicht leichter fangbaren Fischen. Kommt mir das so vor oder ist dieser Tag diesmal länger? Nehmen wir hier irgendwie auf... Aberration war das, ne? Gelandet und haben hier unterschiedliche Tageszyklen oder was? Ich meine, die Sonne geht unter, ja, ist ja gut, aber hey, hallo, wir sind... Und eben haben wir schon einmal gepennt, da waren wir gerade mal hier an diesem Knick. Und schon wieder Escape. Wäre unnötig gewesen. Ach, guck, Sammelstelle. Wir hätten unser Gewächshaus, ne? Das finde ich jetzt gar nicht mal so übel. Das freut mich fast so wie die Fischgräten eben.
Tut mir leid. Ich möchte dich nicht verletzen, aber ich kann dich echt nicht gebrauchen im Moment. Ich komme wieder. Bleib, wo du bist. Ich komme irgendwann mal wieder vorbei. Oh, Inventory wirklich voll, ne? Wir müssen sowieso einmal pennen, das heißt also... Entschuldigung. Das heißt also für uns, wir verschieben unsere Explorer-Tätigkeiten hier und machen erstmal einen auf Schnarchomaten. Ja. Gute Nacht, gutes Loot. Gute Nacht, John. So, Freunde, ich muss mir mal hier was zu trinken eingießen. Mate. Dann muss unser Charakter dringend Nahrung zu sich nehmen. Damit haben wir auch schon wieder einen Slot frei. Zelt weg, Essen weg, Slot frei. 2. Sehr schön. Na, das ist doch hier Gold wert. Bam, 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 bam. Ich bin jetzt schon am Überlegen, was ich eventuell gleich loswerde, weil, ja, das ist, ja, es ist eigentlich alles gutes Material, was wir da haben. Und das stackt ja auch, also von daher. Können wir noch einstecken? Das ist, oh, da haben wir noch nicht. Ist er noch. Der Deuterope bleibt leider da. Wie gesagt. Ne? Emsa, das ist eine gute Frage. Und da ich auch nie Resident Evil gespielt habe und eigentlich wegen Inventarplatz und so, frage ich mich das auch. Ganz ehrlich. Obwohl, viel Inventar hat man ja auch nicht bei 7 Days to Die und so. Das muss man sich ja auch erst erarbeiten. Und bei The Long Dark. Ach nee, andere Seite. Da. Und? Na, irgendwo da drüben. Später. Morgen. Übermorgen. Da hat man ja auch so begrenzten Platz schon allein durch das Gewicht. Ich meine, klar, man kann eine Menge schleppen und das hier ist wirklich sehr rudimentär. Aber das bringt halt natürlich auch Ansporn, sich anzustrengen, dass man seine Inventarplätze ausbaut. Ne? Aber ich hätte dich dasselbe gefragt, wenn ich dich jetzt das Spiel hätte spielen sehen. Weil unglaublich. Ich habe mich das am Anfang auch gefragt, wie soll ich denn damit klarkommen? Ich brauche Äste, ich brauche Planken, ich brauche Nägel, ich brauche alte Lumpen, Stahldraht, Schrauben, Pilze, Beeren, all dies. Und das in so einem kleinen Inventar. Okay. Es ist ein Riesengebiet. Ich brauche einen Kompass, sonst wird das nichts. Ich laufe dann hier dreimal um den Stein und sage, boah, ist die Map groß. Und beschwere mich dann, dass das Spiel mächtig repetitiv ist, weil wir den Baum jetzt schon 4-mal gesehen haben. Ich kenne das. Chantanelle, aber ich habe keinen Platz mehr für dich. Entschuldige, dass ich dich einfach am Wegesrand lasse liegen. Ja, aber gut, dass wir noch ein zweites Zelt bei haben. Und noch einiges an Dinner. Ich werde mich auch hüten, hier großartig rumzurennen. Obwohl, ich versuche das immer so im Augenwinkel mitzubeobachten. Das hat keine großen Auswirkungen, ob wir rennen oder nicht. Ob wir jetzt Minibalken mehr müde sind, bevor wir pennen gehen, oder halt nicht. Das tut dann auch nichts als die Sache, weil pennen gehen müssen wir.
da wir keine Kleidung haben, um die Nacht zu überstehen. Wird einfach zu kalt und ja. Insoweit hat das also keine Relevanz im Moment. Wow! Das ist aber doch. Ja, uiuiui. Die Map ist doch jetzt gleich schon zu Ende. Ja, das Spiel straft mich wohl Lügen. Aber das macht nichts. Sehr schön. Haben wir noch eine riesen Map. Haben wir noch richtig was vor uns. Ich hatte mich so im stillen Kämmerlein und abends, wenn man so im Bett liegt, Scherz, schon gefragt, warum wir überhaupt solche Survival-Klamotten herstellen können, also mit stärkerer, weniger starker Stamina-Belastung und all so ein Scheibenkluster und besserer Kälteisolierung, da ich bisher die Map doch für ziemlich überschaubar hielt. Also in meinem Köpfchen war das ungefähr so hier. Naja, dann haben wir ja doch noch ein bisschen mehr. Dann hat das auch Sinn. Und dann ist das wieder anders. Sobald wir die Nacht durchwandern können, müssen wir natürlich ein bisschen mehr auf unser Gedöns da achten. Aber es gibt hier auch kein Kochrezept, das dir deine Stamina auffüllen würde. Also schlafen gehen müssen wir, früher oder später. Die Kleidung verringert aber im Endeffekt schon wieder den Verbrauch an Wachheit. Was für Satzbauten. Und, und naja, das ist schon interessant, aber Rennen oder so, das hat im Moment keine Relevanz für uns. Ich gehe deswegen langsam, weil ich gerne was übersehe. Und das auch, wenn ich langsam gehe. Okay. Würde ich mal sagen, haben wir den nördlichen Ausläufer gefunden, wa? Okay. Aua. Ja. Die Suppen stecken nicht. Die Samentütchen, die stecken nicht. Das sind noch so ein paar Sachen, die mir nicht so zusagen. Aber wie gesagt, das ist Pre-Alpha. Warten wir mal ab. Und ich meine, wenn ich wollte, ne, dann könnte man ja sagen, hey, hör mal, hier in eurem Forum möchte ich mich mal mitteilen. Es wäre schön, wenn die Samentütchen stecken würden. Und dann bauen die das ja auch vielleicht ein. Oder es wäre schön, wenn der Nachthirsch mir ein Liedchen singen würde. Dann bauen die das ja auch vielleicht ein. Ich meine, hey, cool. Nee, wie gesagt, also ich freue mich tierisch darauf, wie das hier weitergeht. Was hier noch so alles reinkommt. Wenn wir Pech haben, dann wandert natürlich alles ein Griff ins Klo, aber das ist immer so. Und das ist auch nicht so schlimm. Zumindest hatte ich jetzt mit euch etliche, gemütliche, fast schon meditative Stunden, Freunde. Das kriegst du im Kino für 6 Euro nicht. Weil ich habe das zufälligerweise, wie auch immer, im Epic Store für 6 Euro bekommen, weil ich irgendeinen Gutschein hatte über 10 Euro irgendwie. Und selbst für 16 Euro ist es im Moment fast zu empfehlen. Wohlgemerkt, man muss schon irgendwie ein bisschen senil sein, um hier wirklich einen Spielspaß zu haben. Aber ich denke mal so, ein The Long Dark-Spieler, der würde sich hier wie im Urlaub fühlen. Und für Leute, die einfach nur so ein bisschen durch die Gegend wuseln wollen. Ist es jetzt schon was. Aber
Nee, für den wirklichen normalen Spieler, der irgendein fertiges Spiel erwartet, ist das jetzt noch gar nichts. Überhaupt nichts. Finger weg, auf jeden Fall. Ich denke, da ist die Enttäuschung groß. Würde ich auch immer auf die Erwartungen an. Die Enttäuschung ist ja auch nichts Schlechtes, weil dann sieht man klar. So, Enttäuschung ist gar nicht so negativ. Weil man wird ja enttäuscht. So. Genießen. So, haben wir wieder was gegessen. Das heißt, wir hätten für morgen noch ein Essen. Die Sonne geht schon wieder unter. Und wir sind mehr oder minder wieder auf dem Rückweg. Wir biegen jetzt aber schon wieder links ab. Das heißt, wir entfernen uns von unserem Ursprungsort. Das heißt, wir sind ganz weit, weit fort. Das ist schön. Ja, Emsa, da hast du recht. Also, ich sollte am Ende der Suppen zu Hause sein, wenn möglich. Wir finden aber auch noch unterwegs diverse Snacks, die wir ungekocht einfach mal so eben in uns reinstopfen können. Dann zwar nicht die super Werte bekommen, die sie uns eigentlich liefern würden, wenn sie gekocht wären. Aber immerhin, also sie würden uns am Leben halten. Das ist schon mal ganz gut. Und da wir ja jetzt sogar schon nachts draußen bleiben können, haben wir Endgame. Komplett volle Kanone Endgame-Content haben wir hier. Wir sind durch den Nether und zurück. Ja. Ja, und das mit dieser Spieltechnik, dass wir nachts erstmal gar nicht draußen bleiben können, weil es zu kalt wird, bis wir halt ein Zelt errichten können, erinnert mich halt unglaublich stark an auch ein super, mega knuffiges Spiel namens Eastshade. Ich glaube, das ist von Dennis oder David Weinbaum. Auch ein Ein-Mann-Projekt. Super, ultra knuffig. Man kommt da als Maler oder Malerin nach Eastshade. Quasi der letzte Wille der Mutter, dass man irgendwie so ein paar Bilder aus Eastshade mitbringt. Und dann zieht man da los und lernt da so die Leute kennen. Das sind alles Tiere. Wird ab und an auch in so kleine Situationen verstrickt. Und die Entscheidung, die man dann fällt, die hat auch Auswirkungen. Es wird kalt. Ich sollte das Zelt aufstellen. So, neues Zelt. Hojima, bietest du uns Unterkunft? Unterschlupf. Dann schlupfen wir mal. Tag 31. Moin. Oh, Nebel. So, einen Slot haben wir noch frei. Das heißt, wir könnten snacken. Wenn wir nachher gefrühstückt haben, können wir sogar noch ein bisschen mehr einpacken. Oh, Chantanelle, dass ich dich an mir vorbeilaufen lassen muss. Was für ein großes Kepit. Nee, wirklich. Das finde ich schon ziemlich geil. Ich war anfangs vom Stream schon so, wenn wir jetzt das haben und den fertig haben, es dann schaffen, eventuell unser Greenhouse fertig zu bekommen, dann haben wir eigentlich schon alles hergestellt, was es überhaupt in diesem Game im Moment gibt.
ne? Aber ich bin jetzt gerade ganz schön angetitscht, also das ist ja geil. Ich werde jetzt auch erstmal weiterhin hier gemütlich langlaufen. Denn, das ist ja nochmal quasi das gesamte Gebiet hier unten. Ich meine, hier traue ich mich eh nicht rein, da ist der Bär. Da ist der Bär los. Und hier oben weiß ich gar nicht, warum ich da noch nicht war. Denn hier ist das zwar... Doch, wir waren hier oben. Wir waren aber nur bis zum Gewässer, weil ich ja so geil auf die Fischgräten war. Und da habe ich das ja mit dem Angeln noch überhaupt nicht gepeilt. So, ich sollte nicht so lange mal in der Karte labern. Denn die Zeit vergeht leider. Gut, ja, dann machen wir genau das, was wir heute auch vorhatten. Reisen. Das mit dem Angeln hat sich ja erledigt. Ich kann endlich angeln. Ist nicht so simpel, aber auch nicht so schlimm wie in Stardew Valley. Aber da mag ich das überhaupt nicht. Es sei denn, man hat diesen Super-Bait mit dem Super-Köder, mit dem Mega-Schwimmer und der Ultra-Angel. Da brauchen wir nur noch quasi mit der Angel in der Tasche neben dem Fluss stehen und schon hat man einen Fisch in der Reuse. Sehe ich da Wasser? Das wäre sehr interessant. Ich höre Wasser. Ich rieche Wasser. Warte mal, war da gerade der Hirsch? Da ist auf jeden Fall ein etwas größeres Lebewesen als ein Hase. Ob es geweihträgig ist, weiß ich noch nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Das täte mich mal interessieren, ob wir am Tag einen anderen Hirsch sehen, weil ich sage einfach mal, der zieht sich um. Ich rieche Wasser, hättest du dir besser verknirschen, Bilder im Kopf. Tut mir leid. Das kenne ich gut. Diese Bilder im Kopf, die man nicht mehr los wird. Da. Wenn der Paarhofer mal die Freundlichkeit hätte, in unsere Richtung zu schauen und eventuell auch noch das Nebelfeld zu verlassen. Aber jetzt gucke ich die ganze Zeit auf den Busch, verstehst du, und denke, das wäre noch der Hirsch, der ist schon lange weg. Der ist schon lange weg. Nö, doch nicht. Hallo. Fängst du jetzt auch wieder so spooky an, mit deinem Kopf zu zucken? Nicht? Okay. Bin ich da? Ich bin nicht da. Hat der auch so ein Nachtfell? Die Markierung, man, wenn man die abschalten könnte. Die stört manchmal. Scheiße. Tschüss. Krass. Nachts sieht der cool aus. Sieht der aus wie der Sternenhimmel. Er hat so ein Fell. Wie der Sternenhimmel. Du hast erstmal unser letztes Süppchen. Das ist gut. Das ist gut. Ja, dann könnten wir eigentlich auch dafür sorgen, dass wir gleich wieder Snacks haben. Ob das jetzt ein Regenhirsch ist? Ich folge dir. Der hat auch tagsüber dieses Fell. Oh, schade. Habt ihr gesehen? Voll abgedreht. Das Fell des Bären kann ich euch leider nicht beschreiben. Ich hatte Glück, ihn bisher immer nur als Silhouette am Bildschirmrand wahrnehmen zu dürfen. Ey, cool. Wir kommen hier rum. Okay. Oh yeah. It's time to vape. Das war nicht böse.
Erzähl doch selber immer so einen Scheiß, dass ich mir endlich Tena kaufen muss, damit ich nicht andauernd jede Stunde pinkeln gehen muss und so. Heiliger Bimbam. Und wir mussten uns ja ein Gefährt zulegen. Da haben wir günstigen Gebrauchten geschossen. Und das ist so eine kleine Pummelkugel. Die ist pissgelb. Und rat mal, wie wir sie nennen. Unsere kleine Pummelkugel. Urinella. Ich weiß, das ist für den einen oder anderen da draußen verstörend. Aber wenn ihr mich erstmal ein bisschen besser kennt, wisst ihr, das ist ganz normal. Nee, wirklich. Unser Auto heißt bei uns beiden Urinella. Ach, die arme Urinella. Musste heute wieder so viel fahren. Ja. Na, guck mal, Snacks. Also von daher, alles gut. Alles gut. Aua, ach Mensch, das ist gemein. Rein theoretisch müsste ich jetzt erstmal aufstehen und ein paar Runden laufen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich bin ja am Stream, das geht nicht. Also wabbel ich mal so ein bisschen rum im Bein. Entschuldigt das Gewibbel. Dum, 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 dum. Hör mal, was? Dann haben wir hier wirklich noch einmal das gesamte Gebiet quasi. Hölle. Und da muss ich dann auch noch einigermaßen sinnvoll die Gegend absuchen. Und ihr wisst, sinnvoll und ich, das sind zwei Bücher, die in zwei verschiedenen Universen stehen. Weil das scheint auch eine ziemlich abgefahrene Gegend zu sein. Bergauf, bergab. Mir fällt schon der Titel des nächsten Streams ein. Weiße Flecken auf der Karte. Werden wir die Karte begehen? Ich meine, den Fisch haben wir heute gefangen. Also sogar 3 oder 4. Bin ich echt happy drüber. Aber wenn wir gleich nach Hause kommen, machen wir erstmal das Greenhouse fertig. Ich meine, dauert ja noch ein bisschen und außerdem haben wir, glaube ich, noch 3-mal Penntüten Spaß. 2-mal noch, okay. Kommt auch gerade zur rechten Zeit. Es wird schon wieder dunkel. Wisst ihr, was ich meine? Wir sind eben losgelaufen, haben kein Mal geschlafen, sind quasi bis hier oben hingekommen. Davor nur bis dahin. Dann sind wir jetzt hier rum, haben quasi hier nochmal gepennt und jetzt müssen wir gleich hier schon wieder pennen. Kommt mir wirklich so vor, Entschuldigung, als ob wir unterschiedliche Tageslängen hätten. Als ob wir hier, Aberration war das, ne? Auf Aberration gelandet wären und das nur noch nicht wüssten und die Dinos noch nicht da sind. Irgendwie so. Für alle, die nicht wissen, um was es geht, arg. Hallo Hasi. Ups. Heiliger Baumstamm. Ich möchte nicht wissen, wie viele Hasen wir auf unserer Reise schon erschreckt haben. Wie viele Hasen in panischer Angst uns fortliefen. Es werden Hunderte gewesen sein. Ah, das ist auch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob es hier
wo es hier wirklich mal Waffen geben wird. Man, wir haben ja eine Waffe, die Angel. Damit töten wir ja auch Tiere. Oder ob wir uns gegen den Bären verteidigen können. Ich glaube eigentlich eher weniger. Ich glaube, das machen wir nicht durch Kampf, sondern durch die Fähigkeit Camouflage. Durch die Tarnung werden wir bestimmt an diesem Bären vorbeikommen. Dann können wir da auch vorbeikrauchen, denke ich mal. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder ziemlicher Humbug, den ich da gerade erzähle, denn wir brauchen ja irgendeine Haut. Und so eine Tierhaut, also ich meine, Schlangen, okay. Ne? Die lassen mal ab und an so ihren Kram da liegen. Okay. Aber so ein Tier, so ein Viech, das lässt doch nicht mal so eben die Haut irgendwo rumliegen. So, hey, was brauchst du eine Haut? Hey, habe ich drüben noch beim Trockner liegen. Kannst du mitnehmen. Irgendwie werden wir dann wohl doch höchstwahrscheinlich entweder so eine Ressource finden oder wirklich unter die Jäger gehen. Okay, scheiße, es wird kalt, Freunde. Hier ist ein Wunder. Warte mal, das nehmen wir noch mit. So. Und dann hier, in diesem wunderschönen Blumenbeet. So ein geiler Zeltplatz, oder hier? Geil. Ach, cool. Und damit haben wir den nächsten Monat schon, ne? Oder gibt es hier gar keine Monate? Man weiß es nicht. Ne, selbst wenn man bei mir sinnvoll durch systematisch ersetzen würde, würde da auch nichts bei rumkommen. Damit hast du ja vollkommen recht. Ich sehe, du schaust wirklich häufiger zu. Ich sehe, du hast eine gewisse John D. Fool-Erfahrung erlitten. Dein Monitor auch, habe ich mir sagen lassen von dir. Lass mal gucken. Wow. Okay. Also eben schon erwähnt, das hätte ich nicht gedacht, ne? Dass wir jetzt schon noch so ein Riesengebiet haben. Hat ja nichts zu sagen. Das ist schon wieder so eine ich werde später mal zur Höhle-Ecke. Hat ja jetzt nichts zu sagen. Also das heißt nicht, dass da jetzt Content schon für da ist, für das Gebiet. Das muss uns allen klar sein. Aber trotzdem ist es schön zu wissen, dass man, sagen wir mal, wenn man hier in ein weiteres Level käme oder in eine andere Gegend, dass man selbst schon hier in der Anfangsgegend ein Riesengebiet beackern kann und auch muss. Ne? Schon ziemlich cool. Ba, ba, ba. Uiuiuiui. Ei, Kinder. Die nehmen wir noch mit, ne? Außerdem können wir einmal so einen Blick von hier oben wie die Lande werfen. Nur mal gucken.